Weil es halt dann jetzt doch den Anschein so gemacht hat, dass wir wieder zusammenkommen werden würden. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar hatte ich die letzten Tage eine Umfrage auf Instagram laufen. Ich blende euch das einmal kurz ein. Und bevor weiter so gespannt auf die filmreiche, weirde Story gewartet wird, erzähle ich euch sie jetzt. Okay, ich hatte einen Ex-Freund. Also, ich habe immer noch einen Ex-Freund. Der Ex-Freund ist jetzt nicht tot. Also, ich habe einen Ex-Freund. Genau. Es war meine erste große Liebe und ich war mit dem 2 Jahre zusammen. Das, was ich euch jetzt erzähle, war nach der Beziehung, beziehungsweise in so einem Zwischending. Wie schon bereits erwähnt, waren mein Ex-Freund und ich so circa 2 Jahre oder 1,5 zusammen. Und wir haben uns irgendwann getrennt. Wieso hat damit jetzt eigentlich nichts zu tun, aber wir haben uns getrennt, weil er eine Affäre hatte. So blöd wie manche Frauen sind, geben sie dem Typen natürlich noch eine zweite Chance. Ich meine, er hat sich echt ins Zeug gelegt, er hat sich richtig viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Und wie Frauen eben mal so sind, sie glauben immer an das Gute im Menschen. Und dann lässt man sich vielleicht trotzdem wieder drauf ein. So weit, so gut. Es ging eine Zeit lang bei uns, war auch alles ganz chillig. Ich war dann mit Freundinnen feiern und er kam dann später an dem Abend auch noch. Also es war bei uns immer so ein Ding. Wir sind auch immer getrennt feiern gegangen. Er mit seinen Jungs und ich mit meinen Mädels, alles chillig. Und so war das halt an dem Abend. Irgendwann, wie es eben so ist, gehen Mädels eben mal aufs Klo. Und die gehen ja auch immer in Grüppchen aufs Klo, damit man auf dem Klo ganz viel quatschen kann. Ich war einfach nur auf dem Klo mit einer Freundin und wir haben so ein Gespräch von anderen Mädels mitbekommen. Die eine hat ziemlich geweint und es ging wohl um einen Typen, der auch an dem Abend da war. Gut, am Ende des Abends hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass der Typ, um den es ging, mein Ex-Freund war. Wer hätte es gedacht? Okay, ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Hätte ja sein können, dass er in der Zeit, in der wir keinen Kontakt hatten, was mit ihr am Laufen hatte oder sonstiges. Ich meine, wen juckt. Beziehungsweise habe ich einfach gedacht, das war vielleicht vor unserer Pause, weil es halt dann jetzt doch den Anschein so gemacht hat, dass wir wieder zusammenkommen werden würden. Er wollte unbedingt mit mir in den Urlaub und das und das und das und das machen. Es war schon recht komisch, weil er vorher nie so unternehmenslustig war, sage ich mal. Und ich wusste halt irgendwie nach einer Zeit, dass irgendwas nicht passt. Ich meine, Frauen sind nicht blöd. Merkt euch das, Frauen sind nicht blöd. Ein Bauchgefühl einer Frau trügt nie. Frauen bekommen alles mit. Alles. Alles. Ich habe gemerkt, dass da noch jemand mit im Spiel war. Und was ich später rausgestellt hatte, war, dass ich recht hatte. Wie gesagt, Frauen sind nicht blöd. Ich habe mir so gedacht, wenn ich nicht weiß, wer die andere ist, dann soll sie zumindest wissen, dass sie auch nicht nur die eine ist. Komische Logik, ich weiß. Aber mein Gott, so denkt man halt als Frau in so einer Situation in dem Alter. Ich habe ganz verrückte Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel extra meinen Schmuck unterm Bett auf meiner Bettseite bei ihm vergessen, so dass er den von vorne nicht sieht. Aber wenn man in dem Bett schläft und dann so aufsteht und es so sieht, denkt man sich so, was ist da denn? Huh, eine Kette oder ein Ohrring? Ich habe ihm sogar den Rücken zerkratzt, weil ich mir gedacht habe, spätestens dann muss es auffallen. Am Ende hat sich herausgestellt, er hatte dafür ziemlich gute Ausreden. Ganz komische Ausreden. Angeblich war das die Freundin von seinem besten Freund. Was noch komischer ist. Irgendwann habe ich dann durch 100.000 Zufälle rausbekommen, wer dieses andere Mädel ist. Ja, es war natürlich die aus dem Club. Wer hätte es gedacht? Es war das erste Mal, ich war mit Freunden unterwegs und in meinem überaus großen Eifer mit 100 betrunkenen Leuten um dich herum fallen dir so viele verrückte Pläne ein, die du schmieden kannst, die du vielleicht auch schmiedest, aber nie durchführst. Hauptsache, du schmiedest sie. Auf jeden Fall haben wir einen Plan geschmiedet. Den Plan haben wir dann aber auch durchgezogen. Beziehungsweise war erstmal der Plan, ich schreibe diejenige an. Ja, okay, habe ich diejenige angeschrieben. Das war der Plan. Wir wussten ja nicht, wie es weitergeht. Ich habe sie dann angeschrieben, habe auch direkt Screenshots mit angehängt, weil es ja
nicht schnell genug gehen konnte. Ich meine, man will das ja sofort alles wissen und geklärt haben und will nicht noch groß hin und her reden. Deshalb habe ich einfach gleich Screenshots mit angehängt, dass sie mir glaubt. Sie hat mir dann auch recht schnell geglaubt. Und dann kam es dazu, dass wir telefoniert hatten. Schön. Auf jeden Fall habe ich dann gemeint, hey, der Typ, mit dem du was hast, das ist eigentlich der Typ, mit dem ich was hab. Und sie meinte so, was? Gut, es war zu dieser Zeit erst Mittag. Sie hat zu mir gemeint, sie sollte ihn abends am 1. Mai noch abholen, weil er doch gern den Abend mit ihr verbringen würde. Am Tag vorher hat er zu mir gemeint, er verbringt ihn mit Kumpels und schläft dann bei denen. Ich habe mir gedacht, ja, okay, cool. Ich habe heute abends auch noch nichts vor. Und bevor er den Struggle hat und immer zu einer anderen Ausrede findet, kann uns doch beide sehen. Er freut sich doch bestimmt. Ja, auf jeden Fall war ich dann ganz cool zu dem Mädel unterwegs. Sie war auch so nett und sympathisch und so treu doof. Und mir tat sie so leid. Sie hat halt echt gedacht, sie ist die große Liebe für ihn. Aber sie war so, ich war bei ihr, hab an der Tür geklingelt und dann hat sie plötzlich aufgemacht. Oh mein Gott, ich war so aufgeregt. Meine Stimme hat gezittert, ich hab gezittert, ich hatte überall Gänsehaut. Mir war kalt, mir war warm, es war echt schlimm. Auf jeden Fall war die ganz nett, wir haben uns auch ziemlich lange unterhalten und es war witzig, an welchen Abenden er welche Ausreden hatte. Auf jeden Fall war es dann soweit. Sie sollte ihn abholen. Sie hat in ihrer Wohnung alle Lichter ausgemacht. Ich saß hinten im Wohnzimmer auf der Couch. Da ist da eine große Flur und geradeaus die Wohnzimmer. Und wenn man in die Wohnzimmer reingeht, ist rechts eine Couch und auf die Couch sitze ich. Auf einmal war es soweit. Ich habe diesen Schlüssel an dieser Tür gehört. Als wäre mein Leben gleich vorbei. So hat sich das angefühlt, als ich diesen Schlüssel an der Tür gehört habe. Und plötzlich ging die Tür auf und beide laufen rein. Und ich denke mir nur so, holy moly Macaroni, was machst du hier gerade? Ich will weg. Ich wollte einfach nur weg. Und ich saß da und ich hatte keinen Ausweg. Ich konnte dieser ganzen Sache nicht mehr davonkommen. Mensch, davonkommen. Ich konnte einfach nur mal raus aus der Situation. Okay, ich höre ihn und denke mir so, okay. Und ich höre seine Stimme. Er sagt, wollen wir gleich ins Schlafzimmer. Es war extrem unangenehm. Sie war ganz zurückhaltend. Er kommt in dieses Wohnzimmer rein, macht das Licht an und schaut mich an und sagt, hi, was machst denn du hier? Und ich hatte mir in diesen 15 Minuten den heftigsten Spruch ausgedacht. Naja, ich dachte, bevor du es heimlich mit uns beiden treibst, könnten wir es einfach mal zu dritt versuchen. Ja, er fand es jetzt nicht so cool, muss ich sagen. Nicht so cool. Aber ich glaube auch nicht, dass er es scheiße fand. Ich meine, er hat sich wahrscheinlich gefühlt wie der King, oder? Er hätte niemals gedacht, in diesem Universum, dass sie und ich aufeinandertreffen. Sie hat am anderen Ende von der Stadt gewohnt, hat ihn in der Nachbarstraße von seinem Zuhause am anderen Ende der Stadt abgeholt, weil er betrunken war. Nachts. Abend, als es kalt war und es hat geregnet. Dann durfte er wieder nach Hause laufen und er musste locker eine Stunde laufen. Safe. Er fand es auf jeden Fall nicht so cool und hat gefragt, ob wir ihn verarschen wollen. Den Rest könnt ihr euch denken. Die Message, die ich euch hiermit auf den Weg geben möchte, ist: Frauen sind nicht blöd und Frauen bekommen alles raus, auch wenn es nur durch ihr Bauchgefühl ist. In dem Sinne, macht's gut und bleibt brav.